Hallo Leute, willkommen zu unserem neuesten Video. Für heute habe ich euch ein brandaktuelles Thema ausgesucht. Ihr habt es bestimmt alle mitbekommen und gelesen. In der Bild-Zeitung stand es in ganz großen Buchstaben. Juwelier erschießt zwei Räuber in Celle. Ist das Notwehr? Jawohl, ihr habt es erraten, heute geht es um das Thema Notwehr. Wie ihr ja alle wisst, raten wir euch in jedem Video, sich immer früh genug einen Anwalt zu nehmen. Bei diesem Problem, also wenn es um Notwehr gehen kann, solltet ihr das erst recht machen. Deshalb bereits heute an dieser Stelle mein Hinweis. Was ist jetzt eigentlich Notwehr? Eigentlich ist das so eine Art John Wayne-Prinzip. Man darf normalerweise nichts Unrechtes tun, ausnahmsweise darf man es aber doch. Nämlich immer dann, wenn einem selbst Unrechtes passiert. Recht muss dem Unrecht nicht weichen, so wie bei John Wayne eben. Aber der Reihe nach, stellt euch mal ein einfaches Beispiel vor. Ihr geht die Straße entlang, seht jemanden, den ihr nicht mögt und haut ihm voll eine rein. Der Fall ist ziemlich klar, das ist eine Körperverletzung. Und wie ihr alle wisst, darf man jemand anderem keine reinhauen. Denn Körperverletzung ist eine Straftat und man wird dafür bestraft. Kennt ihr ja bereits aus einem anderen Video von uns. Was ist jetzt aber, wenn euch der Typ eine reinhauen will, weil ihm eure Nase nicht passt? Müsst ihr euch dann eine reinhauen lassen oder dürft ihr zurückhauen? Ist doch strafbar, jemanden zu schlagen. Und genau das ist gemeint mit, das Recht muss dem Unrecht nicht weichen. Natürlich müsst ihr euch keine reinhauen lassen, sondern ihr dürft euch wehren. Das ist ein ziemlich einfacher Fall von Notwehr. Aber wann genau liegt denn jetzt Notwehr vor? In welchen Situationen denn? Ganz einfach, wenn ein Angriff gegen euch vorliegt und man euch nicht angreifen darf. Also in unserem Beispiel, der Typ darf euch nicht schlagen, macht es aber trotzdem. Das ist dann eine Notwehrsituation. Ich muss mich also nicht angreifen lassen, sondern darf mich dagegen wehren. Soweit so gut. Jetzt denkt aber mal an das Beispiel mit dem Juwelier, der die Räuber erschossen hat. Stellt euch das mal bei unserem Beispielsfall vor. Der Typ will euch eine verpassen, ihr habt zufällig eine Knarre dabei und knallt ihn dann ab. Der Angreifer, tot. Andere töten darf man nicht, aber es könnte ja Notwehr sein. Oder etwa nicht. Ihr merkt bestimmt schon, das kann ja nicht sein. Da will euch einer nur schlagen, was sicherlich nicht in Ordnung ist. Aber dafür macht ihr ihn kalt, indem ihr ihn erschießt. Nur weil eine Notwehrsituation vorliegt, darf man nicht gleich alles machen, um sich zu verteidigen. Man sagt, man muss immer das mildeste Mittel nehmen. Was dann im Einzelfall das mildeste Mittel ist, kommt auf die Umstände an. Man kann sich das aber leicht merken. Je nachdem, wie man selbst angegriffen wird, so darf man sich auch verteidigen. Also zurück zum Fall, der Typ will euch schlagen, dann dürft ihr ihn ebenfalls schlagen und zwar notfalls so lange, bis er euch nicht mehr angreift. Vor vielen Jahren hatte ich mal einen Fall, da hat sich der Mandant mit dem Zeugen in die Wolle bekommen, besoffen natürlich. Der Zeuge hat ihm die Lippe blutig geschlagen und nicht mit Schlägen aufgehört. Der Mandant schlägt zurück und bricht ihm dabei das halbe Gesicht. Was kam raus? Der Mandant wurde freigesprochen. Wegen Notwehr. Er durfte hier zurückhauen. Dass der Zeuge dabei schwer verletzt wurde, war seine eigene Schuld. Zurückschlagen durfte der Mandant aber. Auge um Auge, Zahn um Zahn. Manchmal ist es aber sehr unsicher, ob man mit einem Schlag den Angriff abwehren kann. Was zum Beispiel, wenn der Angreifer viel stärker ist, als ihr euch auf den Boden drückt und schlägt. Ihr seht, neben euch einen Stein liegen, nehmt ihn auf und schlagt ihn damit. Ergebnis beim Angreifer, Schädelbasisbruch. Krasses Beispiel. Hier ist es jetzt so, dass ihr nicht nur mit Fäusten, sondern mit einem Gegenstand zuschlagt. Ist das dann noch das mildeste Mittel? Ich würde sagen, ja. Eine andere Möglichkeit, den Angriff abzuwehren, gab es hier für euch wohl nicht. Ihr lagt am Boden und konntet euch nicht anders wehren. Und genau diese schwierige Frage wird man sich am Ende in diesem Juwelierfall aus Celle stellen müssen. Durfte er die beiden Räuber direkt erschießen oder hätte er vorher noch versuchen müssen, den Überfall anders zu beenden? Ich kann es euch so nicht beantworten. Wie ich vorhin sagte, kommt es immer auf den Einzelfall an. Und die ganzen Umstände kennt man eben nicht alleine aus der Bild-Zeitung. Es kann sein, dass es für ihn keine andere Möglichkeit gab, als direkt zu schießen. Dann wäre es Notwehr gewesen. Gab es aber noch andere Möglichkeiten, hätte er jetzt ein Riesenproblem. Dann wäre es nämlich Totschlag gewesen. Die Richter entscheiden da leider auch sehr unterschiedlich. Deshalb für euch in solchen Fällen immer besonders wichtig, Anwalt einschalten. Denn nur der kann euch hier richtig beraten und möglicherweise auch helfen. Das war es auch für heute. Ein sehr kompliziertes Thema. Ich hoffe, ich konnte es euch aber ein bisschen näher bringen. Für heute soll es das erstmal gewesen sein. Denkt wie immer daran, Kanal abonnieren und Fragen stellen. Ich denke, zum heutigen Thema kann man sehr viele Fragen stellen. Macht's gut, bis dann, wir hören und sehen uns.